So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft Beast Factor. Beast Beast Factor. Factory, EE. Nein, das hatten wir abgelehnt. Ja. Da kenne ich noch was, da weiß ich noch was Oh ja. abgelehnt wurde von. Oh ne, ne, komm, TT, den brauchst du heute nicht mehr bringen, der ist heute lahm. Sollte ich heute einen rassistischen Witz erzählen? Nö, nicht auf jeden Nein. Fall. Lieber den nur. Ah, der ist so gut. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ich verstehe, bei dem Witz, da frage ich mich ja, warum ist der so witzig? Ein Bagger. Der ist gar Das nicht verstehe ich witzig. nicht, warum einige darüber lachen können. Du, ich hab noch so einen. Mach die erste Kuh mu. Mach die zweite Kuh mu mu. Mach die dritte Kuh mu mu mu. Bring die erste Kuh die dritte Kuh um und sagt, die wusste zu viel. Naja. Den hat mal Mann, eine bei heute uns. ist echt Den hat eine bei uns. Weltpolarzeit. Hä? Den hat eine aus dem Physikkurs bei mir nicht verstanden. Okay, das ist schon ziemlich schlecht. Oh, ich habe meinen Jetpack gar nicht. Ich dachte, Physik ist sowas für die Intelligenten und Albert Ja. Einsteins. Nee, bei uns, das ist so, man muss es machen. Das hat Kannst nichts ja mal mit. helfen, begradigen, Im Junge. Arsch! Schluss bei dir. Ihr könnt mir beim Begradigen helfen. Ja, verpiss dich. Hast was dagegen? Erstmal lasse ich meine Okay. Turtles wieder machen. Der Jack, der hatte übrigens übelstige Probleme mit den Turtles, ne? Weil er es nicht Wieso? verstanden hat, wie die Commands gingen. Also ganz ehrlich, ich freue mich schon richtig drauf. Und ich freue mich, wann der Pool mal wieder aufnimmt. Der soll mal gucken kommen. Der wollte ja eigentlich heute mit aufnehmen, aber der hat sich dann doch abgemeldet. Weil der hatte auch so bis Folge 19 aufgenommen oder so. Ja, Mann, das ist. Es geht bei Spike. Warum nimmt der nicht mit auf? Hä? Warum nimmt Wer? Tino nicht mit auf? Der Tino. hat. Weil. Ach, die essen immer sehr lange. Der Den hat, kennt. der. Hier ist immer sehr lange. So, warte kurz, wo. Vor allem der Server laggt ein bisschen. Bei mir irgendwie nicht. Okay, dann lag ich. Ich würde Oh sagen, wir nice. machen dann eine Lade Runde ich was Leg runter? Step. Ja, klar. What does the fox say? Ding 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 ding. Das Lied finde ich irgendwie cool. Ich weiß, ich muss allerdings sagen, wenn Oh, an ich die hab's Stelle doch. kommt mit What the Fox say, dann muss, also wenn er hier so die hohe Stimme rausbringt, dann denke ich mir so, What the fuck, Alter, ist ja übersteuert, ey. Da denkst du, what the fuck, das passt ja mal ganz Ja, gut. ich Ich fand's hatte aber ein heute. bisschen Ich, übersteuert. soll ich euch mal erzählen, was ich heute so einen Tag über gemacht habe? Nein. Okay. Nee, lieber nicht. Wir Ich hab. wollen deiner elendige Lebensgeschichte nicht hören. Oh, ich hab eben. Okay. Am Abend war ich grillen, das war Dün, schön. dün, dün. So. Aber mein Opa, der hat Traktoren, ey, da habe ich heute eine Wasserpumpe aus. La 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 la, ich kann dich nicht hören. Das war ein Abfuck. Hätte ich mir fast die Pfoten gebrochen, ey. Pfoten gebrochen. Nein. So. Tut mir leid fürs Sechsel. Läuft bei dir, hä? Immer. Ich bin der bei uns am meisten sechselt. Sechselt, ist so. Sechselt mit X. Ja, glaube ich weniger. Na klar, immer. Ich bin sowieso der Barbo. Schau, muss wissen, wer keinen Hauptschulabschluss hat. Tobi. Stimmt, den habe ich wirklich nicht. Ja, weil eine Waldorfschule hat ja keinen Abschluss. Doch, bei der Schule kannst du alle Abschlüsse machen. Stimmt, aber du nicht. Du bist dran gescheitert, deinen Namen zu tanzen. Bravo.
Da hast du 6 für gekriegt. Ja, nicht nur ein 6, da haben sie gesagt, boah, Junge, der Junge hat so wenig Talent, Alter, der würde selbst bei uns nicht mehr reinpassen. Der ist so behindert, der Junge. Das ist ja ganz witzig. Ja, wissen wir. Wir sind echt die witzigsten hier. Im Projekt, auf der ganzen Welt. Die mit dem dicksten Lümmel sind leider immer noch Torbi und ich. Ah. Leider, ja. Leider. Leider geil. Soll ich mal rüberkommen und dir mal ins Gesicht klatschen? Nee, lass, bitte. Lass ich mal machen, okay. Alter. Bei mir, da klatscht es so richtig schön, als würdest du einfach so einen richtig heftigen Hecht in seine Fresse klatschen. Bei mir ist es, als wenn du dir eine Bratpfanne über den Kopf ziehst, Alter. Macht so richtig so... Ja, aber bei mir kann man... Haut ihn mal auf den Tisch, bis das Holz splittert. Hab ich schon gemacht, ist langweilig. Tisch ist schon kaputt, ja. Wart schon den dritten. Das wird schon der dritte Tisch diesen Tag. Diesen Tag? Ikea verdient gut bei mir. Deine Mama bei mir auch. Boah, Alter, war der jetzt low. Der war. Ja, aber wirklich, der war jetzt so. Der war wirklich vorhersehbar. Richtig. Muss sein. So, und ich bereite jetzt hier alles wieder für die Quarry vor. Zum Glück kann man aus Gras, aus Cobblestone Grasblöcke machen. Tino, du... So ein bisschen Motherfucker, Alter. Er hat aber auch wirklich den besten Zeitpunkt rausgesucht, wo wir wirklich dauern. Ja. Alter, ist das ein mieses Kind, Alter. Warum macht denn der das nicht früh, so um 5 Uhr oder so? Macht er ja auch. Ich hab ihm gesagt, dann komm, mach alle 6, 8 Stunden oder so mal einen Restart, aber lass den Server dauerhaft an. Er lässt jetzt irgendwie alle 10 Minuten restarten. Ja. Also immer, wenn wir drauf sind, eigentlich. Das ist wirklich so. der Tier Tobi schon drauf, erstmal restarten. Na komm. Voila. Ja, Leute, ja, also try Terraria. Wir können ja mal über das neue Terraria 1.2 Update reden, ne? Kenne ich nicht. Habe ich nicht, aber ich kenne es. Also ich hab's und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel war wenigstens flüssig, als ich es das letzte Mal gespielt habe. Inzwischen kommt mein Rechner, ne? Der kommt inzwischen gar nicht mehr drauf. Ich kann Borderlands in Full HD spielen, aber er schafft es nicht, ein 2D-Spiel mit Pixeln zu laden. Naja, wie Minecraft. Ja, aber das liegt aber daran, dass sie sich die beschissenste Engine rausgesucht haben. Schau, was wieder online. Ich bin drauf, du Rost. Du hast ja vor allem Communication Error. Horst Köhler. Ja. Horst, Junge, nicht Horst. Hab ich doch gesagt. Du hast Horst gesagt. End of stream, du fick mich nicht so, du Scheiß-Server. Aber richtig hart von hinten. Siehst du mal wieder, wer den längsten hat hier. Tino nicht. Auch wenn der in der Konsole sitzt. Er ist klein und schwarz. Ganz ehrlich, nein. Ich bin dafür, dass wir... Tino ist rothaarig. Ganz ehrlich, ich bin ja dafür, dass wir später, wenn wir, wenn ich sag jetzt mal, 60% der Spieler soweit sind, würde ich überlegen, dass wir vielleicht sogar mal auf dein Ultimate gehen. Ich weiß, ziemlich sinnfrei, weil das einfach den Server nicht packen hält. Also das wäre schon ziemlich witzig, weil dann kann man ja Baumwolle pflanzen und dann kann man immer Tino sagen, ey Tino, du musst mal mein Baumwollfeld pflücken, ne? Ist wieder Zeit. Du musst doch so eine Peitsche machen am besten. Dein Humor ist so schwarz, ich könnte damit Baumwolle pflücken. Ja, aber alle kriegen Pause, außer die, du darfst weiter pflücken. Aber was ist denn das einzig Weiße an dem Schwarz? Schwarz ist echt cool. Das Geld? Nee, der Besitzer. Alter. Ich finde den so gut. Was macht du da auf der Schaukel? Kenn ich. Die deutschen Scharfschützen ärgern. Ja. Alter. Es wurde 1945 in Paris angerufen. War besetzt. Ich habe jetzt mal bei The Raid Watchers angerufen. Hat keiner abgenommen.
Ich habe bei deiner Mutter angerufen, die hat abgenommen. Ja, die ist abgehoben. Ja, genau. Oh, die ist geflogen. Hätte schon wieder auf den Kopf. Boah, Alter, jetzt stellt euch mal, ich weiß ja nicht, stellt euch mal so eine richtige Grumpy-Lehrerin vor, ne? Jetzt stellt euch mal eine Grumpy-Lehrerin vor. So, jetzt kommt's, stellt euch jetzt mal vor, stellt ihr euch jetzt mal in BDSM-Kleidung mit einer Peitsche an und dieser scheiß Maske vor. Du bist das... Ich bin aus Philipp wahrscheinlich, oder? Nee, pass auf, für uns, was? Wir haben da einfach mal so eine, in der Schule zumindest, einfach mal scheiße gedacht, da habe ich irgendeine Lehrerin gesehen. Dann guckt die so ganz blöder als so, so vorstellungsmäßig. Und dann höre ich auf, dann höre ich nur noch so, bah, und, what the fuck? Und da habe ich so gefragt, ihr hattet gerade Kopfbilder. Und, Alter, die haben es beschrieben, als wären die gerade gespankt worden. Aber richtig hart. Anscheinend wissen sie, wie es sich anfühlt, wenn man durchgenommen wird, ne? Ja, Kinder sind eh Knechte der Eltern. Also du auch? Nö. Ey, der Raphael. Deswegen, der hat Server neu gestartet, der Arsch. Komm, wir sagen dem jetzt mal einfach, du bist schuld. Soll ich in den Nickel kommen? Ich hab den gar nicht in Skype, glaube ich. Raphael. Na? Soll ich nicht mach doch, ey. Ja, mach mal. Er wollte eh mit mir aufnehmen und mir beim Grundstück begradigen helfen. Er hat einen neuen Skype-Account, aber der, ich glaube, der hat mich. Hatte... Ruffinoff heißt er. Ja. Soll ich ihn hinzufügen? Ich habe ihn hinzugefügt. Ist nicht. Aber er hat noch nicht angenommen. Und die dritte Fackel. Und mein Grundstück muss ich echt mal ausleuchten. Oh ja. Machst du ja gerade so ein riesig Premium hier, Curry? Ja. Die geht übrigens außerhalb unseres Grundstückes, nein, ne? Die, ich habe die Pfeile so platziert, dass sie das Innere abbaut. Das, was alle. Hier, die Linien, die du wahrscheinlich siehst, die ich gerade leider nicht sehen kann. Da wird nur das Feld aufgebaut. Alles, was da drin ist, wird abgebaut. Ja, die Mitte der Quarry ist über dem Zaun. Sei kein Scheiß. Take and fight. Soll ich einen Screenshot schicken? Du brauchst, hast du gerade Zaun abgebaut, Junge. Ja, solange es doch immer in unserem Grundstück ist. Ich komme jetzt einfach nochmal drauf, weil er hat bei mir angezeigt, dass es so 9 Chunks sind. Normalerweise, wenn es so ist, wie du gerade sagen würdest, dann wären es nur 4. Nö, läuft doch. Ist alles richtig. Der Raffinoff nimmt irgendwie nicht ab. Wahrscheinlich ist er noch beim Schrubben. Der ist offline, oder? Keine Ahnung. So. Vielleicht. Was? Hurensohn. Ha! Gay! Ha! Gay! Oh, das ist immer lustig bei uns in der Schule, wenn das dann einer aus der hinteren Bankreihe ruft. Inzwischen sahen das inzwischen bei uns auch die Mädchen und das ist so geil, wenn die das sagen. Okay. Vor allem die sagen das auch nicht mal so hoch. Die sagen das immer so ein bisschen leise. Das ist eine richtige Raucherstimme, ne? Pass auf, und dann sagen wir einfach so, immer wenn wir das sagen, dann hört man das wirklich durch das ganze Schulhaus so. Ha! Gay! Aber wirklich durchs ganze Schulhaus. Okay, ich brauche das Ding. Haben wir noch irgendwo ein bisschen Gravel? Dobre Wetscher, Bonavitschku. Jo. Hallöchen. Die Russen sind da. Privet. Privet.
Die Russen die Russen kommen, oh mein Gott. Die Russen kommen, ja, das höre ich oft. Das höre ich oft die in meiner Senioren. Ja, Raffi noch ja. zum Appell und bringen Erde mit. Achso, Raffi. Erde. Ich habe eine Erde. Raffi, noch gute Erde. Nachricht, die Wespen sind erstmal vorläufig ausgerottet. Ah ja, das finde ich schön, aber ich habe mich jetzt eben gerade noch über diese Kugeln hier geärgert, die hier rumfliegen. Das die haben mich irgendwie schon... Achso. Die haben mich schon dreimal gekillt irgendwie. Alter. Ja, toll. Diese ekelhaften Viecher. Ha! Moment, ich stehe gerade noch was am Sound um. Genau. Oh, ich finde das toll. Ich bin gerade voll dabei, mein Grundstück zu begradigen und es macht so Spaß. Alter, jetzt greifen die mich schon wieder an. Uah. Okay, ich renne jetzt zu euch. Ich habe Angst. Ja, komm her. Hilf mir. Ich kann auch zu dir kommen und probieren, die Viecher auszurotten. Ja, das ist sehr gut. Du übersteuerst auch gar nicht. Nee. Bei mir wurde kritisiert, dass man bei meinen Videos schon inzwischen voll auf die Lautstärke voll hochdrehen muss, damit man uns wenigstens hört. Ich frage mich, wo das Problem ist. Andere YouTuber, die übertreiben es ein bisschen mit dem Sound, finde ich. Ja, da müsste man mal bei allen irgendwie einen Standard finden, weil alle haben es irgendwie anders. Manche haben es zu niedrig, manche zu hoch. Das ist einfach so. Raffi noch, komm mal kurz. Komm mal wieder rein. Guck mal in unsere Diamantkiste, ne? Du kannst nicht mehr dann. Nimm dir raus, was du kriegen kannst. Du darfst nur gucken. Wo sind die? Nimm dir raus, was du kriegen kannst. Bei uns. Wenn du bist vom Stadt. Ah. Wow. Wie viele Diamanten? 31. Alter, ey. Nee, ist gar nicht übertrieben. Wir haben auch vor, später eine richtig heftige Aktion zu machen, und zwar, dass wir zwei Queries gleichzeitig aufstellen, die durch einen Tesseracten-Frame hauen, durch einen Obsidian-Pipe auffangen lassen und das dann automatisch einsortieren lassen. Also, das wird noch viel übler, wenn ich erstmal eine Portal-Gun habe. Ja, das klingt ja nett. Jetzt hat irgendwie noch keiner von uns eine Portal-Gun, oder? Tobi, denk dran, das ist Team Sekron hat. Was? Oh ja. Eine Portal Gun will ich sogar auch noch bauen. So. Warum musst du beim Wood dafür töten, ne? Wir haben Quantum. Kam Quantum? Ja, wir können es uns leisten. Ach, warte mal. Kein Problem. Ich mit meinen Lederstrapsen, weißt du? Da geht das schon. Ja. Du bist höher und dann knappst deine Arschbacken zusammen und dann geht's los. Genau. Komm mal kurz her. Ich möchte dir noch einen Stab schenken, gegen den du die Wisp. Da kannst du es gleich mal ausprobieren, ne? Ui, au. Und ich werde gleich angegriffen. Wand of Lightning. Aha, was macht das Schönes? Blitze. Oh, cool. Du schießt Blitze. Darf ich mir Erde nehmen? Das ist ja nett. Moment, Philipp, wo bist denn du? Ich komme. Verwirrt mich nicht so da hinten. Ich hab ein bisschen Erde. Ich hab mitgebracht. Wir haben auch ordentlich Erde. Also hier. Neu! Der Pust! Ja. Ich kann aus den Kisten die Erde rausnehmen, Lebo. Ich hab keine Taste, okay, der verbraucht den Stab. Also, hier sind überall in den Kisten verteilt. Alter, das wollte ich jetzt echt nicht. Ganz ehrlich, gehst du auf den Server, bist du. Also, Junge, du weißt, ich bin hier das Gesetz. Ich bin der Bürgermeister. Es war keine Absicht. Ich werde mir das dreimal überlegen, ob das okay, ne? Also, weil. Der hat ja noch 9. Lederstrapsen halt nicht hoch genug getragen. TT-Gefängnis. Das, Alter, was hier schon alles ist, ey. Bist du mal 2 Wochen nicht da und, da bin ich schon tot. Weil ich hab. Ja. Ohne Spaß, ich hatte ungefähr noch 90 Charges oder so. Jetzt ist er runter auf 35, weil ich so oft rechts gedrückt habe, dass er automatisch, obwohl ich nichts mehr gedrückt habe, immer weiter geschossen hat. Was ist denn das für ein Wichs? Also, wir brauchen definitiv ein Gefängnis. Das werde ich beantragen. Ah, der Skullnein, was die dann wieder in die Luft fängt. TT-Gefängnis. Ich hab schon gesagt, wir beide werden später noch irgendwas mit Schwanz im Namen tragen. Ja. Ja, ihr habt jeden Tag. Niemals. Baby, mach dir keine Sorgen mehr um meinen Penis. Nimm ihn in die Mund, mein Kind gehört dir morgen. So, Entschuldigung, ich habe euch gerade mal ein bisschen leiser gestellt. Ihr wart alle ein bisschen laut. Also auf Skype allgemein habe ich euch ein bisschen zu laut. Ja, was ist denn hier passiert? Ja, ich drück mich gerade sehr deutlich aus, ich weiß.
Hier, das da. Das ganze Gebiet ist irgendwie weg. Kaputt. Naja. Weg. Ja, ja, weg. Weg ist besser. Alter. What the fuck? Ja, wir begradigen gerade. Hä? Was habt ihr getan? Ihr Monster. So, ein bisschen von Planet der Affen. Wo ist denn das Bürgermeisterhaus? Am Spawn. Weg. Das ist schon mit einem Nuke weggesprengt worden. Was zum Teufel? Was habt ihr getan? Gar nichts. Was ist das wirklich weg? Alter, what the hell? Was? Okay. So, erstmal Butter fassen. Du hast wohl noch kein Jetpack und gar nichts, oder? Nee, das reicht mir. Ich brech das Projekt ab. Wieso, was ist denn jetzt? Alles kaputt. Bin ich mal 2 Wochen nicht da. Nein, wir wollen nur begradigen, Junge. Ja. Wir wollen auch ein schönes Haus bauen. Das erzählen sie jedes Mal. Das erzählen sie alle. Ich gehe zum Philipp. Mir das reicht's. Okay. Ich kann jede helfen. Aber du weißt, wenn du hier weg von den Babos gehst, ne, dann hast du schon schlechte Karten. Alter, was? Na. Ich werde wieder anrufen. So. Vor allem, er hat sich ja noch gar keinen Grund aufzuregen, ne? Nee, noch nicht. Noch sind wir nicht die Oberbabos mit allem drum und dran, mit noch Fetten, hat, Bling, noch Bling mal, und... Unser Geheimplan hat ja noch nicht mal angefangen. So, hast du Erde? Ja, ich habe Erde. Ein Stück. Ich hab schon gar nichts. Plan vernichte, Beast Factor hat noch nicht angefangen. Na, das wird schön. Mit einem großen Feuerwerk. Ja. Mit TT. Oh ja, Philipp, was haben wir denn heute für einen Tag? Ich würde sagen, Donnerstag. Tag der deutschen Einheit, Leute. Tag der deutschen Einheit. Ich habe übrigens überlegt, dass wir vielleicht, im dritten Monat, wo das Projekt angefangen hat, dass wir vielleicht da das erste Event starten. Ja, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Deutschland, okay, nee. Überstock und das ein. Ding weiter. Ich kann das auswendig, wenn du ganz willst. Ganz ehrlich, die normale Nationalhymne, die konnte ich mal. Inzwischen weiß ich nur noch, oh, deutsches Vaterland. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Das ist schon falsch. Schlecht. Oder? Also bitte. Ja, ich glaube, das ist falsch. Raus. Raus aus Beast Factor. Als sie das Wort rausgesagt hat, da ist mir wieder so ein Witz eingefallen, ne? Der wäre. Treffen sich zwei Leute in einem Knast. Fragt der eine zum anderen, warum bist du hier? Sagt der eine, warte kurz. Was hat. Sagt der eine, warte kurz. Warte kurz, was hat der gemacht? Sagt der eine, ja, ich hab Russen raus an die Wand geschrieben. Und du? Ich hab Russen rein an der Wand geschrieben. Aha, und wo lag das Problem? Naja, ich hab's in den Hochofen geschrieben. Ja. Da vorne, warte kurz, besser. Ich ganz ehrlich, bis Folge 100 mache ich einfach so eine Diktatur. da freue ich mich drauf. Bis Folge 100 wird eh eine Diktatur von mir, Tobi und mir herrschen. Das wird schön. Die werden uns dominieren im Technikgedöns. Ja. Jetzt schon im Technikgedöns. Ne, ich bin für die führende Welt. Apropos, Folge 50 gibt's übrigens Vibrator. Ach ja, womit denn? High Voltage, ja. Folge 55, nee, warte, pass auf, in Folge 50 dauert ja nicht mehr lang, weil mir gibt's einen Vibrator zu gewinnen. Oh, toll. So, jetzt mal schnell die... Finde ich gut, dann mach ich mit. Brauchst du deinen nicht mehr, oder was? Nee. Ist da wenigstens schon ein Code schon dran von deinem Arsch? Oh Gott, jetzt fällt mir da auch wieder ein Witz ein. Junge, ey, hör auf, du gibst mir gerade wieder Witz-Ideen da. So, Philipp, ich wollte gerade Du kannst doch was von mir kriegen. Aber ich wollte eh nachgucken, ob ich noch auf Reserve habe. Also, ich gucke einfach mal nach. Soll ich mal kurz den Witz erzählen mit dem Dildo? Ja, oh, wie lange spielen Schwule mit dem Dildo? Bitte. Stopp, also alle, die Auflösung nicht wissen wollen, schalten jetzt einfach mal stumm. Ja, bitte. Ist in 3 Minuten. Ja, weil
bis er am Arsch ist, würde ich sagen. Dünz. Ja, echt so. Oder. Oh, oder. Oh, jetzt leckt's gerade. Also. Ja, bei mir läuft's gerade auch leider nicht so flüssig wie letzte Aufnahme. Ein bisschen schade. Ah ja, wollte mich jetzt nochmal offiziell beim Philipp bedanken, dass er mir die ganzen Spuren geschickt hat. Vielen Dank nochmal, ne? Naja, kein Problem. Ja, weißt du, also, ne? Ja. Wenn ich nochmal 2 Stunden meines Lebens opfern will, nur für dich, dann würde ich es tun. Ah, das ist aber nett. Ich frage mich, wie viel wir diesmal bei der diesmaligen Gravel-Tour kriegen, ne? Die großen Gravel-Touren. Gar nichts, ihr habt versprochen, ihr schenkt das alles mir. Nix da. Hast du eigentlich schon Plan N gesetzt? Plan N. Plan N? Nein, aber es gibt ein anderes Wort dafür, das auch mit N beginnt und was ziemlich gefährlich ist für die anderen. Nico? Jawohl, 30 FPS. Gut, nice, hat sich eingesetzt. Ey, ich hab's noch nicht gesetzt. Ja, stimmt. Wenn wir das machen, ne? Ohne Spaß. Ich schwöre mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, wir fliegen nicht nur aus dem Projekt. Nein, wir werden 100%ig. Wir werden 100%ig auch noch gehasst von den anderen Zuschauern, aber ganz ehrlich, man kann ja. Wie viele Nukes habt ihr? Sagen wir nicht. Ja! Sagen wir echt nicht. Alles in der Chat. Alle 2 Zuschauer werden euch hassen. Ich sehe es schon. Alle 2. Ja, alle 2. Also mich eingeschlossen. Ja. Ja, du schaust nämlich jedem zu, ne? Ja. Abonniert, um nur Beast Factor zu sehen. Ja. Sogar dich selber. Ich liebe euch, ich bin Fanboy. Hör auch von dir selber, schreib's auch immer drunter, ne, unter deine Videos. Ja, da schreibe ich durch. Ich liebe dich, ich will ein Kind von dir. Ich liebe mich, ich will ein Kind von mir. Okay, gut. Jetzt muss man sich mal vorstellen, würde das wirklich einer machen. Er wird sich selbst auch pushen, ne? Oh mein Gott, liked mich und meinen Freund, also mich selbst, nochmal auf Facebook und. Ich und mich selbst. Ja, sehr gut. Liked mich und mich selbst auf Facebook. Sehr gut. Natürlich mal wieder hochqualitatives Niveau. Obwohl, was ja nie da war, kann man ja auch nicht töten. Ja. Das ist das Wort zum Freitag. Sonntag. Also bitte. So, ich sehe dir mal. Wie lange nehmt ihr jetzt schon auf? Halbe Stunde, Stunde? Stunde. Ach du Scheiße, was alles. Wir haben in der Stunde eigentlich gar nichts geschafft. So, das ist ja gut. Mein Grundstück ist begradigt jetzt schon mal. Das ist aber schön. Fehlt nur noch eine kleine Ecke. Und dann kann ich endlich mein Haus anfangen. Jawohl. Kartoschka. Oh, das wird so episch. Nicht so Kackhaus wie der Tino. Oh, tut mir leid. Der Tino. Ja. Achso, der kann heute nicht mitspielen, ne? Ja. Achso, ist es aber traurig. Ich habe vor dem letzte Woche ein paar Adventure Maps aufgenommen. Hab ich nie gesehen, ne? Das war geil. Ich habe bloß gesehen, dass er welche hochgeladen hat. Das war lustig. Okay. Ich mache mir mal ein paar Kartoffeln. Ich mache irgendwie gar nichts. Ich würde mal gerne wissen, wie lange ich aufnehme. So, okay. Lass ich mal offen. Nee, gar nicht. Ja, gar nicht. Letztes Mal die drei Stunden weg und dieses Mal nehme ich gar nicht auf. Das wär super. Nee, es waren ja nicht direkt 3 Stunden weg. Ja. Nur Tonspur eben. Ja, aber das war genug. So. Reicht zu. Da musste ich weinen. Hätte dir mal vorgestellt, du hättest alles synchronisieren müssen. Alles weg. Ja, ich musste nur 25 Minuten zum Glück. Dank mir. Ich wollte das nur nochmal sagen. Dank dir, ja. Ich hab eine Pipe, ne? Irgendwie das erwähnst du jetzt in der Aufnahme. Ich hab irgendwie eine Pipe ins Inventar bekommen. Was? Eine Wooden Pipe habe ich ins Inventar bekommen. Irgendwie, ich hab die nicht abgebaut. So, zuhören Leute, wie immer habe ich ein paar Themen bereitgelegt. Ja, warte, ich muss jetzt hier gleich mal einen Cut machen, weil ich bin fast bei meinen 30 Minuten. Achso, unterbrichst du dann immer die Aufnahme, oder? Ich mach mal an und Absage. Ganz ruhig. Aggressiv. Nicht so aggro, bitte. Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. So, da ist er.
Früher war alles besser. Früher, als alles aus Holz war. Früher hat man noch Zähne aus Holz gemacht. Ganz ehrlich, früher war alles besser Geschichten, ne? Kannst du schon mal alles hier um die Rubberbäume. Ganz ehrlich, ich frage mich ja manchmal, warum die das immer sagen. Ich meine, okay, dass man, dass sie damals lieber Kondome aus Dinosaurierhaut getragen haben, wenn sie es getrieben haben. Okay, ist ja schön und gut. Aber heutzutage. Er war schwach. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, heute ist das nun mal so. Entweder man passt sich an oder man kann sich eine Kugel geben. So, und ich würde sagen, ich mache dann hier einen kleinen Cut. Ich würde. Ja, wenn man 80 ist, dann kann man sich die Kugel geben lassen. Lohnt sich dann auch nicht mehr. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.